Ja, wir wollen jetzt ein lineares Gleichungssystem mit Hilfe der Cramerschen Regel lösen. Den Anfang der Cramerschen Regel habe ich jetzt hier schon hingeschrieben. Und das Gleichungssystem wandeln wir zunächst um in eine Vektorgleichung. Und man sieht, man braucht insgesamt drei Vektorprodukte. Zunächst das Vektorprodukt A Kreuz B. Und bitte jetzt aufpassen, dass ich mich ja nicht verrechne. Und Sie sollten bitte das Vektorprodukt aus dem FF beherrschen. Aus dem FF beherrschen heißt, Sie müssen das üben vor dem Abitur. Das mal dem minus das mal dem nach unten. Das mal dem minus das mal dem nach oben. Das ist minus 6 plus 20 ist 14. Aufpassen, den habe ich richtig. Minus 10, also das mal dem minus das mal dem in die Mitte. Das mal dem ist minus 10, minus das mal dem, das ist 18, das ist minus 28. So, wenn Sie jetzt sowas sehen, haben Sie, was die Ebenen angeht, so ein Gefühl, dass den Vektor könne man, in Anführungszeichen, kürzen. Das dürfen Sie in keinem Falle bei der Anwendung der Cramer-Regel tun. Wenn Sie unbedingt nachweisen wollen, dass Sie da was gesehen haben, dürfen Sie den so schreiben. Also das ist erlaubt, aber die 14 muss dabei bleiben, sonst kriegen wir ein falsches Ergebnis raus. Gut, das war A Kreuz B. Jetzt brauchen wir D Kreuz B. So, das D Kreuz B ist 703, Kreuz der B, das ist 246. Das mal dem minus das mal dem nach unten. Und da sehen Sie schon wieder, dass die 14 drin, die wird sich dann auch gegenseitig wegheben. Aber egal. So, dann habe ich das mal dem minus das mal dem nach oben. Oder das ist aber eine minus 12, stimmt das? Das ist aber komisch, wird aber schon stimmen. Passen Sie auf, dass Sie mich ja nicht verrechnen. Dem minus das mal dem nach oben und das mal dem minus das mal dem in die Mitte. Das ist 6 minus 42, das ist 36. Jetzt muss ich gucken, die Minuszeichen. Ich probiere den nochmal, die 28 stimmt auch. So, und da kriegen Sie jetzt nur eine 4 raus. Minus 3, minus 9, 7. So, das war D Kreuz B. Und jetzt brauchen wir noch, vielleicht mache ich das weg, weil ich da einen Platz brauche. Jetzt brauchen wir noch das, das A Kreuz D. Brauchen wir noch. So, der A ist 3 minus 1, minus 5. Kreuz D, der war 703. Und das mal dem minus das mal dem nach unten. Das ist dann plus 7. Das mal dem minus das mal dem nach oben. Minus 3. Das mal dem minus das mal dem in die Mitte. Für minus 35 minus 9 ist minus 44. Passen Sie bitte auf, dass Sie mich ja nicht verrechnen. So. Jetzt haben wir die drei Vektorprodukte gerechnet und jetzt brauchen wir die Spatprodukte. Das heißt, Sie sehen ja das x1, das ist ja d Kreuz b. D Kreuz b ist der hier. Das ist minus 12 minus 36, 28. Skalar multipliziert mit c, der c ist 703. So, und dann im Nenner steht A Kreuz B mal C. Der A Kreuz B war der hier. Der war also 14 minus 28, 14 mal C und der C war 703. So, jetzt müssen wir das ausrechnen und da werde ich jetzt meinen Taschenrechner leihen, wenn ich ihn nicht je finde. Wenn ich finde nicht, muss ich den hier nehmen. Ich muss gleich mal meinen richtigen Taschenrechner mir wieder besorgen, weil den kann ich so schlecht bedienen. Das heißt, es ist 12 mal 7, 84 minus 28 mal 3. So, das ist, oh, ist das 0? Spannend. Also ich habe hier jetzt 0 rausgerippt, müssen Sie aufpassen, aber es scheint zu stimmen. Ja. Also ich kriege 0 raus durch irgendwas, egal. Also ich kriege für das x1 0 raus. Vielleicht muss ich doch den Nenner rechnen, nicht, dass ich da ein 0 durch 0 kriege. Wie bitte? Wie? Was habe ich falsch? Wie? Ich habe den falschen Vektor eingesetzt, deswegen kommt da 0 raus.
Ah, und ah, Sie meinen, ich habe den genommen. Ich hätte, ja, nee, Sie haben recht. Nee, Sie haben recht, ich hätte hier unten den C nehmen. Denn oben habe ich es richtig genommen. Da habe ich den D genommen. Da, oder? Ah, nee, haben Sie, ach, Sie haben natürlich recht. Darf ich nicht. Okay, Sie haben recht. Ich habe es verstanden. Sie meinen, ich muss den C nehmen. Den minus 1, danke. Sie haben mich gerettet. Ich war schon etwas verwundert, dass da die 0 rauskommt. Gut, also jetzt rechnen wir aus. Das ist 12 plus 72 und dann noch plus, ist das eine 7? Ja, eine 7 mal 27, 7 mal 28. Da habe ich 280 durch. Und jetzt, das, der Nenner bleibt ja immer gleich, ja. Also das heißt, das muss immer das gleiche bleiben. 14 mal 7 minus 14 minus 28 mal 2. Im Nenner bleibt die 28. Stimmt das? Schauen Sie, ob das stimmt, ob ich richtig gerechnet habe. Also da 10 rauskommt, sieht schon mal gut aus. Ich muss aber gleich dazu sagen, die 28, die zeigt jetzt, dass... Das, wenn das größer 0 ist, zeigt es erstens, das ist ein Rechtssystem und zweitens, das LGS ist eindeutig lösbar und das x1 scheint 10 zu sein. Jetzt rechnen wir das x2 und das x2 ist dann a Kreuz d mal c. A Kreuz d habe ich hier. Das ist minus 3 minus 44, 7 Kreuz, Kreuz nicht mal. Mal C schon wieder. Also jetzt nehme ich aber den richtigen. Minus 1, minus 2, 7. Und da brauche ich gar nicht mehr rechnen. Da kann ich die 28 wieder verwenden. 140 raus. Da oben? Das kommt. Nee, bei den 14 mal minus, also bei dem unteren Skalarprodukt vom Bruch. Hm, bei dem oder bei dem? Beim unteren. Beim unteren. Da habe ich hier minus, plus. Ah, ich habe plus hier. Ich habe hier auch Minus gerechnet. Das kann, also wenn Sie das sagen, würde das schon stimmen. Also schreibe ich mal die 140 hin, dann habe ich hier die 2. Muss ich hier aber auch die 140 hinschreiben. Ich glaube Ihnen, weil 2 ist auch eine Zahl, die ich in der Situation gerne rauskommen lasse. 10 nicht. Ja. Also nicht, dass es falsch ist. Also 10 darf ich schon rauskommen, ist noch Rosamunde Pilcher. Also das ist 3 und dann habe ich hier plus 88. Und plus 49. Das sind 140 durch 140. Das ist 1. Und das x3. Das x3 ist jetzt a Kreuz b mal d durch a Kreuz b mal c. Stimmt das? Stimmt, wird schon stimmen. Also das heißt, der im Nenner steht wieder die 140. Und hier muss ich jetzt muss ich aber den nehmen, den ich hier vorher genommen habe. Das ist also minus 12, minus 36, 28, multipliziert mit dem D, mit dem 703. Und jetzt stimmt es aber hoffentlich, ja, ein A-Kreuz. Habe ich den? Nee, den, ich darf nicht, schon wieder falschen genommen. Ich muss den da nehmen, aber sonst stimmt es. Also den 14, 28 mit Minuszeichen, 14. So, und jetzt rechnen wir es aus. Haben Sie schon gerechnet? Also, Sie selber rechnen 14 mal 7, der fällt weg. Doch, das sind 14 mal 140, ja genau, da kommt 1 raus. Also müsste die Lösung des LGS 211 sein. So, bei diesem LGS wirkt es jetzt so, als ob es etwa gleich aufwendig ist, die Cramer-Regel anzuwenden oder das LGS zu lösen. Und das stimmt auch bezogen auf diese Aufgabe. Wenn die Aufgaben aber anders aussehen, kann die Cramer-Regel durchaus von Vorteil sein. Vor allem, wenn man dieses Vektorprodukt zum Beispiel vorher schon gerechnet hat, was manchmal passiert. Ja, da kann die Cramer-Regel abkürzend sein. Sie sehen aber an der Anzahl meiner Rechenfehler, wenn Sie so viele Rechenfehler machen wie ich, dann können Sie gleich doch wieder das Normal des LGS lösen. Ja, und wie gesagt, wir haben jetzt die Lösungsmenge, die ist dann 211. Ich schreibe das mal so hin, da müsste man normal ein bisschen mehr schreiben, aber kein Platz mehr an der Tafel. Gibt es Fragen zu der Aufgabe?